Heute habe ich wieder mein Hundehemd an. Ohne ein paar Hundehaare ist man nicht richtig angezogen. Pappalapapp. Apropos Spürnase. Das, was man riecht, ist im Grunde genommen das, beziehungsweise hat man, wenn man etwas riecht, hat man das, was man riecht, davon kleinste Teile in der Nase. Also, lecker Brathähnchen. Wenn du das riechst, hast du Hähnchen in der Nase. Ja. Wenn du auf ein Scheißhaus gehst, wo vorher ein anderer war, da weißt du Bescheid. Der Junge dachte daran, wie ruhig und still die Leute in seiner Heimat ihre Garben in die Mühle fuhren. Hier liefen die Männer mit langen Bootshaken in den Händen am Ufer entlang und halfen den Stammen mit vieler Mühe und den Händen und Beschwerlichkeit weiter. Sie wateten ins Uferwasser hinaus, wobei sie von Kopf bis Fuß nass wurden. Sie sprangen von Stein zu Stein in die Stromschnellen hinein und schritten auf den schwankenden Stämmen so ruhig umher, als gingen sie auf festem Boden. Das waren kühne und entschlossene Männer. Wenn ich dies alles hier sehe, muss ich unwillkürlich an die Schmiede im Bergwerksdistrikt denken, die mir mit dem Feuer, wo die Menschen mit dem Feuer umgingen, als sei es vollständig ungefährlich, sagte der Junge. Diese Flößer hier spielen mit dem Wasser, als seien sie seine Herren. Sie scheinen es so unterjocht zu haben, dass es sich nicht mehr an sie herantraut. Ganz allmählich hatten sie die Mündung des Flusses erreicht und nun lag der Botnische Meerbusen vor ihnen. Aber Gorgo flog nicht geradeaus, sondern in nördlicher Richtung am Ufer entlang. Er war noch nicht weit geflogen, als sie unter ein Sägewerk sahen, das eine regelrechte kleine Ortschaft bildete. Und während der Adler darüber hin und her schwebte, hörte er den Jungen vor sich hin sagen, das sei doch ein prächtiger Ort. »Hier hast du die große Sägemühle, die Svartvik heißt«, rief der Adler. Der Junge dachte an die Windmühlen in seiner Heimat, die so friedlich von grünen Bäumen umgeben, dagegen und langsam ihre Flügel drehten. Diese Mühle hier, wo die Waldernte gemahlen wurde, lag dicht am Meeresufer. Auf dem Wasser davon schwamm eine Menge Balken, von denen einer nach dem anderen mit eisernen Ketten zuerst auf eine schräge Brücke und von da in ein scheunenartiges Haus hineingezogen wurde. Was da drinnen mit ihnen geschah, konnte der Junge nicht sehen, aber er hörte ein lautes Rasseln und Dröhnen und auf der anderen Seite des Hauses kamen kleine, mit weißen Brettern hochbeladene Wagen herausgerollt. Die Wagen fuhren auf blanken Schienen nach dem Zimmerplatz, wo die Bretter zu großen Stapeln aufgeschichtet waren. Die ganze Straßen bildeten, gerade so wie die Häuser in einer Stadt. An einer Stelle wurden neue Stapel gebaut, an einer anderen die alten eingerissen und die Bretter auf zwei große Schiffe geladen, die schon ihre Last erwarteten. Überall wimmelte es von Arbeiter, deren Häuser hinter dem Zimmerplatz lagen. Hier wird ja gearbeitet, dass schließlich doch noch der ganze Wald von Meldepatt zusammengesägt werden wird, sagte der Junge. Der Adler bewegte seine Flügel ein wenig und sofort sah der Junge ein neues Sägewerk mit Sägemühle, Zimmerplatz, Hafen und Arbeiterwohnung, das dem ersten ganz ähnlich sah. »Hier ist noch eine der großen Mühlen. Diese heißt Bienenburg«, sagte Gorgo. »Ja, ich sehe wohl, dass im Wald mehr geerntet wird, als ich gedacht hatte«, sagte Nils Holgersson. »Aber noch mehr Holzmühlen gibt es doch wohl nicht.« Der Adler bewegte nur ganz sachte die Flügel. Er flog an einigen Sägewerken vorüber und so näherten sie sich rasch einer großen Stadt. Als der Adler hörte, dass der Junge fragte, was das wohl für eine Stadt sein könnte, rief er, »Das ist Sundsvall«. Das ist der Hauptplatz des Bezirks. Da musste der Junge an die Städte drunten in Schonen denken, die so alt und grau und ernst aussahen. Hier oben im kalten Norden lag Sundsvall ganz drinnen in einer schönen Bucht und sah neu und vergnügt und strahlend schön aus. Von oben gesehen hatte die Stadt etwas überaus Heiteres, denn in der Mitte lag eine Gruppe schöner, hoher, steinerner Häuser, die kaum in Stockholm ihresgleichen haben konnten. Rings um diese hohen steinernen Gebäude her war ein freier Raum und dann erst kam ein Kranz von Holzhäusern, die freundlich und gemütlich in kleinen Gärten lagen, aber allem Anschein nach sehr gut wussten, dass sie geringer waren als die steinernen Häuser und sich deshalb nicht ganz zu ihnen hinwagen durften. »Das ist ja eine sehr große, reiche Stadt«, sagte der Junge. »Sollte der magere Waldboden dies alles hervorgebracht haben? Das ist aber doch wohl nicht möglich.«
Der Adler bewegte die Flügel und flog hinüber nach Alnön, das Sundfall gerade gegenüber liegt. Hier konnte sich der Junge nicht genug verwundern über all diese vielen Sägewerke an der Küste. Hier bei Alnön lagen sie dicht nebeneinander und auf dem Festland gerade gegenüber lag auch Sägewerk neben Sägewerk, Zimmerplatz neben Zimmerplatz. Der Junge zählte mindestens 40, aber er glaubte, es seien noch mehr. Es ist doch recht merkwürdig, dass es hier oben so aussehen kann, sagte er. So viel Leben, so viel Bewegung habe ich auf der ganzen Reise noch nirgends erlebt. Das ist doch ein wunderbares Land. Wohin ich auch komme, überall gibt es etwas, wovon die Menschen leben können. 42. Ein Morgen in Angermannland. Das Brot. Samstag, der 18. Juni. Als der Adler am nächsten Morgen eine Strecke weit nach Angermannland hineingeflogen war, sagte er, heute sei er hungrig, er wolle sich etwas Nahrung verschaffen. Er setzte Nils Holgersson auf seiner mächtigen Tanne ab, die auf einem hohen Felsen stand, und flog davon. Der Junge machte sich einen guten Sitzplatz auf einem gegabelten Ast und von da aus schaute er nach Angermannland hinunter. Es war ein wunderschöner Morgen. Die Sonne vergoldete die Baumwipfel, ein sanfter Wind spielte mit den Nadeln der Zweige und ein würziger Duft stieg aus dem Walde auf. Dem Jungen war froh und sorglos zumute. Er dachte, niemand könnte es besser gehen als ihm. Nach allen Seiten war die Aussicht offen und er konnte frei umherschauen. Gegen Westen war das Land voller Felsenkuppen und Berggipfel, die in der Ferne immer höher und wilder wurden. Ostwärts war auch hügeliges Land, aber da senkte es sich und wurde niedriger, bis es drunten am Meere schließlich ganz flach hinzog. Überall blinkten Bäche und Flüsse, die, solange sie zwischen den Bergen flossen, einen sehr beschwerlichen Lauf mit vielen Stromschnellen und Wasserfällen hatten, sich aber ausbreiteten, glänzend hell und breit wurden, sobald sie sich in der Küste näherten. Den Botnischen Meerbusen konnte Nils Holgersson auch sehen. In der Nähe des Landes war er mit Inseln übersät und von Landzungen ausgezackt. Und weiter draußen lag die Wasserfläche dunkelblau glänzend da wie ein Sommerhimmel. Dieses Land sieht aus wie ein Flussufer, gleich nachdem es geregnet hat, dachte der Junge. Viele kleine Bäche fließen zu ihm hinab, graben Forschen in den Boden, die sich winden und hinschlängeln und ineinander laufen. Und schön ist es hier. Ich kann mich erinnern, dass der alte Lappe auf Skansen immer sagte, der liebe Gott habe Schweden, als er es auf der Erde ausbreitete, verkehrt hingestellt. Die anderen lachten ihn aus, aber er blieb bei seinem Ausspruch und sagte, wenn sie gesehen hätten, wie schön es da droben im Norden sei, dann würden sie wohl begreifen, dass es nicht von Anfang an beabsichtigt gewesen sei, ein solches Land so abseits zu legen. Und ich glaube fast, darin hatte er recht. Dem sich der Junge an der Landschaft satt gesehen hatte, nahm er sein Ränzel ab, zog ein Stück feines Weißbrot heraus und begann zu essen. »Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein so gutes Brot gegessen«, sagte er. »Und wie viel ich noch habe, das genügt noch für mehrere Tage. Gestern um diese Zeit hätte ich nicht geglaubt, dass ich heute so reich sein würde.« Während er lustig kaute und darauf losaß, dachte er daran, wie er das Brot bekommen hatte. Es schmeckt mir gewiss auch deshalb so ausgezeichnet, weil ich es auf eine so schöne Weise erhalten habe, sagte er. Schon am Abend vorher hatte der Königsadler Medelpad verlassen und kaum hatte er die Grenze vom Angermannland erreicht, als der Junge ein Wiesental und einen Fluss erblickte, die an Schönheit und Größe alles andere war, als was er bisher gesehen hatte. Das Tal lag ungeheuer breit zwischen den Bergen und der Junge fragte sich, ob nicht am Ende dieses Tal früheren Zeiten von einem anderen Flusse, einem viel größeren und breiteren als dem jetzigen, ausgegraben worden sein könnte. Nachdem das Tal fertig gewesen war, musste es durch irgendein Ereignis mit Sand und Erde verschüttet worden sein, zwar nicht vollständig, aber doch ein gutes Stück an den Bergen hinauf. Durch das Geröll hindurch hatte sich dann der jetzige Fluss, der sehr breit und wasserreich war, auch ein tiefes Bett gegraben. Er hatte seine Ufer wunderschön ausgeschnitten, bald umsäumten ihn Abhänge in roter, blauer und gelber Blumenpracht, bis herauf zu dem jungen leuchteten. Bald ragten die felsigen Strecken, die das Wasser nicht hatte durchbrechen können, wie steile Mauern und Türme am Flussufer auf.
Als der Junge mit dem Adler nun so hoch durch die Lüfte flog, war es ihm, als könne er gleichzeitig in drei verschiedene Welten hineinschauen. Ganz drunten im Tale, wo sich der Fluss hinzog, war die eine Welt, da wurden Balken fortgeflößt, da eilten Dampfboote von Brücke zu Brücke, da klapperten die Sägewerke, da wurden große Frachtschiffe geladen, da wurde der Lachs gefangen, da wurde gerudert und gesegelt, da flogen unzählige Schwalben, die ihre Nester in der Nähe des Ufers hatten, hin und her.